Das nächste ist hier die sogenannte Fangreferenzlinie. Das ist dieses hier. Quatsch, Entschuldigung, das nächste ist hier nicht die Fangreferenzlinie, sondern hier die polare Spur. Hier können Sie sich einen Winkel einstellen, beziehungsweise Winkelinkremente. Zum Beispiel hier 45, 90, also aller 45 Grad. Ja, oder hier aller 90 Grad. Und dann rastet das entsprechend ein. Sie können sich hier auch selber das Inkrement festlegen, wenn Sie auf neu gehen. Es gibt hier momentan aller 90, 45, 10, zum Beispiel aller 30 oder aller 15. Es gibt eh schon alle fast. Ja. Aber wenn Sie wollen, können Sie sich auch ein eigenes hier festlegen. Ich lasse mal hier aller 90 und mache das an. Ist das jetzt hier die richtige? Ja, Spur, polare Spur. Und wenn ich das so zeichnen will, gehe ich mal auf Pull-Linie, zeichne Linie. Jetzt fängt er quasi hier mal einzurasten. Moment, also das habe ich eingestellt, aller 90, oder? Hatte ich genau, aller 90. Machen wir hier was anderes, damit das ein bisschen besser auffällt. Also hier aller, sagen wir mal, aller 30. Jetzt habe ich hier 30 Grad. Wir können jetzt hier eine Linie zeichnen. Jetzt habe ich das nächste wäre hier 60 Grad, 90 Grad. Das Interessante ist nicht nur, dass der Winkel hier einrastet, sie zeigen einfach nur in die Richtung und geben jetzt eine Länge ein. Zum Beispiel, was machen wir mal? Nicht 60, sondern machen wir mal 350. Ja, jetzt habe ich hier quasi eine Linie mit einer Länge von 350 gezeichnet. Ich zeige jetzt hier nach oben und fahre in die Richtung, gebe eine Länge ein von 450. Ja, und so können Sie theoretisch sich auch ein Rechteck quasi über diese polare Spur zeichnen. Jetzt kann ich das Ganze hier schließen. Und wenn wir das Ganze uns jetzt mal anschauen und nachmessen, dann sind das genau die Längen, also die relativen Längen, wenn Sie mal so wollen. Sie können quasi mit relativen Längenangaben arbeiten. Ja, normalerweise müssen Sie das Ganze über absolute Koordinaten machen. Ja, das ist auch eine Alternative zur dynamischen Eingabe. Und schauen wir uns mal die Längen jetzt an, die eingegeben wurden. Dazu sprenge ich das Ganze hier auf, klicke die Pull-Linie an, gehe jetzt hier auf Ursprung und zeige mal die Eigenschaften der Linie an. Blende die hier mal ein. Die Eigenschaftenpalette, klicke jetzt hier diese Linie an. Und da sehen wir, wir haben hier eine Länge von 350. Ja, hier unten. Hier sehen Sie übrigens dann die Koordinaten, die absoluten Koordinaten. Ja, und die Länge von 350. Und das hätte dann hier eine Länge von 450. Warum habe ich es gesprengt? Ich habe es deshalb gesprengt, weil ich sonst die Gesamtlänge von der Pull-Linie gekriegt hätte. Ich gehe hier nochmal auf rückgängig. Jetzt ist es eine Pull-Linie. Genau. Und jetzt sehen Sie quasi hier die Gesamtlänge der Pull-Linie. Und Koordinaten sehen Sie quasi jetzt immer nur diesen Punkt. Ja, wenn ich jetzt auf weitergehe, dann sehe ich die Koordinaten von diesem Punkt, die absoluten natürlich. Ja. Und hier die Koordinaten von diesem Punkt und so weiter. Ja, also das ist der Vorteil, wenn Sie mit der, wie heißt nochmal, polaren Spur heißt das, ne? Oder polare Fang, polare Spur, mit der polaren Spur arbeiten.